Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Football Tactics and Glory. Oben rechts der kleine Hinweis, das Spiel wurde mir kostenlos vom Entwickler zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank an Creo Team dafür. Und euer Wunsch ist mir Befehl quasi. Ihr habt gesagt, ihr würdet gerne noch was weitersehen. Ihr findet es noch gut und dann mache ich das noch weiter. Ich habe auch immer noch Spaß dran. Und wie auch schon einige gesagt haben, es ist in der vierten Liga wohl erstmal unser Ziel, nicht abzusteigen, also irgendwie die Klasse halten können. Ich weiß gar nicht, wie es gerade aussieht hier in der Liga. Wir sind 10. Platz. Ich weiß nicht, ob das Auf- oder Abstieg ist. Abstieg oder Klassenerhalt ist, das weiß ich nicht. Ja, die zwei werden wir verlieren. Die haben noch 5 Tage Vertrag. Das heißt, der Tägert ist bald weg. Wir haben nur 39 Ehre und der Edelmann ist bald weg. Das ist sehr, sehr schade. Aber wir haben ein bisschen Geld. Das heißt, wir können auch mal gucken, dass wir junge Spieler mal ranholen. Was haben wir denn hier? Der Jüngste ist 23. Kann ich denn nicht eigentlich auch noch ausbauten? Ich könnte die Jugendakademie nochmal verbessern. Dann kriegen wir 1 bis 10 Spieler, also Stufen raus quasi. Das kann ich mir eh nicht leisten. Ich glaube, ich verbessere die Jugendakademie nochmal, dass wir vielleicht auch 10er-Spieler rauskriegen würden. Das wäre ja ganz nice. 5 bis 15, das ist auf jeden Fall was wir haben müssen. Wir haben auch nicht den idealsten Sponsor. Ich weiß leider, dass das so ist. So, also die sind dann bald weg. Das heißt, unser super Verteidiger ist weg. So, wie sieht's denn aus? Der braucht noch 1 Jahr, 7 Monate, 1 Monat nur noch. Dann kann der Schänzer grätschen? Was? Warum? Na gut, ist halt ein Stürmer. Ne? Der braucht eigentlich keine Grätsche. Na egal, okay. Wir werden schauen, wie sich das hier entwickelt. Ich hoffe, wir können die Klasse halten. So, jetzt kriegen wir Verträge. Die Transferfrist endet morgen, bevor sie die Frist endet. Blablabla. Okay, alles klar. Ja, die kann ich eh nicht verlängern. Von daher ist mir das Wurst. Dann sind die halt weg. Wir können noch mal hier gucken, ob wir hier einen guten finden. Der 23er ist immer noch der Beste der Jotten vom FC Saarbrücken. Ist auch schon Stufe 10. Wo die 16er sind auch nicht viel teurer. Das sind Verteidiger. Uns bricht ja jetzt ein Verteidiger und ein Mittelfeldspieler weg. Das heißt, ein Verteidiger wäre gar nicht so schlecht. Aber jeder einzige Verteidiger, der was kann, der kostet dann auch gleich ziemlich viel. Die sind auch so relativ teuer. Der hat ja noch keinen. Dann könnte man den zum Verteidiger machen. Spiele, 2 Zweikämpfe hat er geführt. Was ist? Verteidigung. Pass und Kontrolle ist ein bisschen kacke. Ich glaube, wir kaufen den mal. Dass wir auf jeden Fall. Ein Spieler bricht uns weg, dass wir dann noch einen haben. Das ist gerade direkt neuer dazugekommen. Mittelfeldspieler, was natürlich auch nicht verkehrt wäre, weil der bricht uns weg. Wir haben aber noch ein paar junge Spieler und dann versuche ich lieber mit den jungen Spielern, dass die ein bisschen besser werden, dass wir die aufbauen, dass da was zusammenwächst für die nächsten Saisons. So, Tägert und Edelmann verlassen den Club. Auf Wiedersehen, ihr zwei. Transferfenster ist geschlossen. Okay, hier Lippelt für 114.000 zu Stuttgarter Kickers. Ist der Topf-Transfer der vierten Liga. Da haben wir den Schiff gekauft, sind nur noch 10 und da haben wir noch den Scherich. Scherich? Wir haben Scherich gekauft, weil ich gar nichts von. Okay. Ja, das ist total interessant. So, Stuttgarter Kickers. Spielen die etwa gegen. Da spielt der Lippelt. Da spielt tatsächlich der Lippelt. Nein, und er ist 3. Oh nein, oh nein, oh nein. Okay, das ist eigentlich ganz gut. Dann kann der den da abblocken. Den ziehen wir wieder was rüber. So, warte mal, das müssen wir erstmal gucken. Fehlt denn nicht jetzt eigentlich ein Spieler? Weil ein Vertrag ausgelaufen ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nee, okay. So, fit sind sie alle. Der Knobloch ist ein bisschen unfit. Wie alt sind die? Die Abwehr? Die Abwehr ist sehr alt. Da müssen wir auf jeden Fall mal Jüngere reinbringen. Aber den Scherich, der ist wenigstens noch einigermaßen jung. Dann können wir den doch mal. Aber so können, die können halt wenigstens alle was. Der kann halt nichts. Warte mal, kann ich nicht hier Training? Okay, der soll Verteidigung lernen. Das ist okay. Der Scherich, ach, der lernt schon was. 12 Monate brauchen wir noch dafür. Für Kopfball. Das ist auch nicht schlecht. Huch, jetzt bin ich aus Versehen rausgegangen. Ich glaube, ich bringe mal noch so ein paar Youngsters. Unser Youngster ist der Jotten. Ich würde den Jotten sehr gerne zum Libero machen. Hat irgendjemand eigentlich schon hier was angefangen mit Libero? Der Scherich kann ein bisschen Libero.
Der kann was? SPS? Spezialisierungsstufe, achso. Okay, ich dachte Schaden pro Sekunde. Stimmt aber leider nicht. Ich brauche auf jeden Fall einen neuen Libero. Ich probiere mal den Jotun zum Libero zu machen, weil Libero funktioniert hier echt gut, obwohl niemand spielt Libero in Wirklichkeit, aber Universalverteidiger, Amateurverteidiger. Vielleicht nehmen wir den Lobstein raus und nehmen dafür mal den Seppelt rein, weil der ist ja RV und der ist mein Universalverteidiger, das ist schon mal gar nicht so verkehrt. So, wer hat Anstoß? Knobloch. Der hat auch am besten Pässe, alles klar, okay. Dann schauen wir mal an, wie das Spiel laufen wird gegen die Stuttgarter Kickers. Werden wir ein Tor schießen? Man weiß es nicht. Okay. Anstoß für Leverkusen. Knobloch im Ballbesitz. So. Der Schänzer wäre jetzt am genauesten. Wenn wir da jetzt einen Pass hinmachen, 17-15. 17-15. Und der käme aber genau an. Da geht keiner dazwischen. So, und jetzt gucke ich mal. Jetzt kommt der Libero da natürlich. Wenn ich dahin gehe, guck mal, da ist jetzt kein Pfeil. Das heißt, der kommt nicht raus. Wehe, der kommt jetzt runter, weil da ist kein Pfeil. Ich sage es nur nochmal. Da ist kein Pfeil. Okay, tatsächlich, er kommt nicht. Oh, 17. Oh. Vielleicht gehen wir in die Ecke oder so und probieren mal einen Gewaltschuss. Ja, das war voll der Gewaltschuss. Das war total gewalttätig. Na gut. Okay, Stuttgarter Kickers mit Strolz, der hier super am Smelser vorbeipasst. Brott. Lecker Brot, geht nach außen und wird da wahrscheinlich den Ball halten, weil hier weit und breit kein Gegenspieler ist von uns, also kein Mitspieler von uns quasi. So, Meier. 10 zu 42, Alter, was? Nochmal Pressing. Der Teubner stellt sich mal dahin, da ist ja noch der Libero, das heißt, wir sind also nicht im Abseits. Aber der läuft jetzt dahin. Okay, ich habe jetzt auch ein paar Tage nicht mehr gespielt. Ihr habt gesehen, es sind ein paar Tage... Sehr gut, die Folgen ausgefallen. Das hat aber sehr gut gemacht, der Seppelt. Der läuft jetzt da oben hin und jetzt haben wir den Ball. Ich komme halt nur nicht zu dem. Das ist das Problem. Was kann der? Der kann... Was kann der? Ist das ein langer Pass? Ah ja, langer Pass. Aber da steht kein Gegenspieler im Weg. Da auch nicht, ne? Nee, gibt keine Bonuspunkte. Kann er mal probieren. Aber der kommt dann auf jeden Fall an. Besser als der gelupfte Pass. Wenn der jetzt zu ihm spielt. 11-34. 11-25-25. Wenn er jetzt abziehen würde. 5-24. Ein Dribbling gäbe ich auch nicht. Nee. Dann wollen wir mal gucken, ob wir den Pass da irgendwie drüber kriegen. Nein, schade. Er hätte eine 2 gewürfelt. Dann wäre er quasi dran gekommen. Jetzt liegt der Ball da frei und keiner kann ihn sich holen. Das ist sehr schade. Das ist mir immer um das. Also er lernt jetzt Verteidiger. Ich will halt, dass er irgendwie Libero lernt. Weil da die Liberos, die Liberi, die laufen ja automatisch hin und her. Das hätte ich jetzt gern gehabt. Sehr gut. Der holt sich jetzt den Ball, hat aber dann keine Aktion mehr. Okay. So, du kannst eine Grätsche, ne? Wie sieht's denn aus? Nein! Scheiße. Du kannst Kopfball, du kannst gar nichts. Aber du hast einen ganz guten Zweikampfwert. Nein, auch er kriegt den Ball nicht. Letzte Chance für Nüffenegger. Er kriegt den Ball, sehr gut. Jetzt haben wir leider keine Aktion mehr, aber er hat immer den Ball gekriegt. Jetzt werden wir den Fall nicht verlieren. Und die haben, ja, da ist der Ball schon wieder weg. Und die haben jetzt freie Schussbahn hier, weil er ist kein Libero. Sonst wird der Libero sich jetzt automatisch dahin stellen, so wie ich das verstehe. Er zieht ab, aber der Torwart hält leider zur Ecke geklärt nur. Alles klar, so, er positioniert. Niffenegger, du kannst Kopf, weil du gehst mal auf den. Du gehst auf den. Und du kannst dich auf den, dann gehst du auch noch auf den. So, dann schauen wir mal. Zwei Aktionen. Sehr gut, haben wir schon. Sehr gut. Und jetzt da oben. Ah, okay, da bleibt der Ballbesitz. Und er fängt ihn ab. Sehr gut. Jetzt Halbzeit. Ne, er hat noch eine Aktion. Und machen Foul. Jetzt habe ich noch 3 Aktionen. Damit komme ich ja leider niemals nach vorne. 0. Ah, weil der stark ist. Scheiße. Da könnte ich aber eine extra Aktion rausholen. Wenn das klappt. Wenn ich auf den Ried den Ball kriege, kriege ich leider nicht. Schade. Ich wollte halt gucken, wenn dann extra Aktionen, dann will ich sie haben. So, wir haben wieder den Ball. Jetzt bringt es aber auch gar nichts.
Ist eh vorbei jetzt, die Halbzeit. Wieder mal 0-0. Kein Tor geschossen, das passiert uns sehr häufig. Aber immerhin auch keins bekommen. Bester Spieler ist der Seppelt. Das stimmt. Seppelt ist einfach ein Star in dieser Mannschaft. Nachdem Lippelt weg ist, ist Seppelt, der andere Lippelt ist ja noch da, aber der Lippelt Seppelt, was? Ich verstehe nicht, was ich hier rede. Ist dann schon noch ein Star. Ich habe auch mal versucht, die Lautstärke ein bisschen runterzudrehen, weil ich habe über ältere Folgen gehört, dass die ein wenig zu laut waren, wenn hier die Zuschauer jubeln. Die Zuschauer jubeln einfach, das ist unfassbar. 35-21, sehr gut, da haben wir den Ball. Gib her. So, du kannst jetzt... Warum kannst du denn dahin keinen langen Pass? Okay, Meier kann aber nichts. Der kann auch nichts. Das heißt, die haben alle keine Fertigkeiten hier in der Mitte. Dann spielen wir zu Meier. Jetzt haben wir noch eine Aktion. Der Meier hat Kontrolle 10, Kontrolle 6, Kontrolle 14, Kontrolle 12. Die Frage, ob wir den... Ne, kriegen wir nicht zum... Kriegen wir hier gar nicht mehr weg. Zum Knobloch könnten wir den. Oder wir... Ne, wir machen mit ihm hier Kontrolle. Und hoffen, dass wir den Ball halten können. Okay, der presst. Der geht drauf, aber zieht das Foul. Sehr gut. So, der steht, jetzt steht überall der im Weg, weißt du? Na gut, dann spielen wir zum Knoblauch rüber. Da hat der nämlich hier freie Passbahn. Zum Schänzer. Da kommt der Liebe wieder, wenn der jetzt abzieht. 22, wir probieren es einfach mal. Wir probieren es einfach mal. Nein, da bleibt der Ball schon hängen. Schade. Habe ich, ist auch eine Sache, die ich gelesen habe, ich soll häufiger mal abziehen. Aber unsere Spieler sind halt einfach nicht gut genug dafür. Sehr gut abgefangen vom Lippelt. Er hat noch eine Aktion, er geht drauf und kriegt den Ball aber nicht. Sehr gut. So, Lippelt, kannst du irgendwas? Du kannst eine Grätsche, das ist sehr, sehr schön. Der ist nicht mehr motiviert. 14-14. 14-14, 14-9. Dann schieben wir mal darüber, da haben wir eine höhere Chance, dass der Ball ankommt. So, ich bräuchte auf jeden Fall Mittelfeldspieler mit Fähigkeiten. Das wäre total super. So, der Schänzer. Ich könnte jetzt noch einen Schritt mit dem gehen. Oder ich könnte hier versuchen, den Ball zu halten. 77 Minuten, noch 7 Aktionen. Ich probiere hier den Ball zu halten. Sehr gut. Ah, nee, Quatsch. Ah, ich habe wieder die Zahlen verwechselt. Nein! Das hat ja super geklappt, Schänzer. Hast du gut gehalten, den Ball. Er holt sich den Ball, kann aber jetzt nichts mehr tun. Er ist leider motiviert. Das ist ein bisschen kacke. 7-44. Dann machen wir Pressing. Du kommst mal ran. 4 gegen 20. Schade. Auch noch ein Foul. Ach Mensch. Halt. Achso, ich muss jetzt... okay, machen wir noch eine Mauer hin. Der, kann den nicht einer decken da? Das wäre super. Wir schieben wieder mal dahin. Ach, der ist da eh weg. Ne, jetzt ist er wieder da. Scheiße. Der ist da, okay. Ah, die Mauer blockt. Sehr, sehr gut. Die Mauer blockt und er holt sich sogar noch den Ball. Der hat aber jetzt noch eine Aktion mit dem Motivierten hier. Das könnte schwierig werden. Ja, da hat er schon wieder den Ball. Das ist ja schade. Und er ist vorbei. 0-0 mal wieder. Vielleicht sammeln wir ein paar Pünktchen, um am Ende die Klasse zu halten. Das wäre ganz schön. Niffenegger hat ein Level Up, Teubner hat ein Level Up und Meier hat ein Level Up. Das ist sehr schön. Sehr gut. So. Wieso hat der denn V gelernt und nicht, der soll Libero lernen, Mann? Okay. Knobloch ist jetzt ZM. Universal Mittelfeldspieler, zentraler Mittelfeldspieler. Plus 20 hat das Attribut Pässe, blöd, keine Aktion, gut und Pressing auszuführen, kann sich ungefähr 2 Ball bewegen. Dann machen wir den zum ZM. Ja, so. Die Stufe des Spielers hat sich von 11 auf 13 erhöht. Ach, sehr schön. Ach so, weil ich eine Gruppe erlernt habe. Ach, was. Ach, das wusste ich gar nicht. Wenn ich eine Gruppe voll habe. Ah, okay. 1600 Euro, 4 Ruhm und 4 Fans verloren. Wie sieht es aus? Wir sind 10. Mit 2 Punkten Rückstand. Okay, 10. Also 10. 11. 12. ist Abstieg. Dann hoffen wir mal, dass wir es irgendwie schaffen, noch in der Liga zu bleiben. Das wäre super schön. Okay, warum hat er denn jetzt nicht Libero gelernt? Wie kriege ich ihn denn dazu, da Libero zu lernen? Das wäre total super. Okay, der lernt Verteidigung. Das ist okay.
Der soll Libero lernen, Mann. Ja, der ist zu alt. Der kann unseren Libero ja auch nicht ersetzen. Der Schering vielleicht noch, aber ich hätte gerne halt den Jotten da. Alles verstehe ich halt auch noch nicht, obwohl ich jetzt schon eine Weile spiele. Aber alles kriege ich halt auch noch nicht hin. So, wir gucken mal, wie der Gegner spielt. Oh, der Gegner hat ein sehr massiertes Mittelfeld, wie man das so professionell sagt. Das ist die Frage. Oder probiere ich es scheißig auf Libero? Obwohl der hier halt ziemlich gut ist, der Libero. Und ich würde sagen, wir nehmen auch einen. Nehmen den raus und gucken dafür einen Mittelfeldspieler rein. Und zwar den Poschner. Damit ich die zumindest mal direkt stellen kann. Die könnten dann vielleicht hier. Ich probiere mal mit ein bisschen engere Stürmer. Und er hat er auch sein MS-Ding da quasi. So, der Seppelt ist ziemlich kaputt. Kann der Scherich mal wieder rein und dann bringen wir halt den Kolb wieder. Der Jotten lernt es ja einfach nicht. Der Jotten lernt es nicht. Er lernt es einfach nicht. Na gut, der ist 31, haben wir auch noch ein paar Jahre. Da können wir noch ein bisschen überlegen, ob wir da vielleicht mal das System ändern oder so. So, gegen den Goslarer SC. Das nächste Spiel. Okay, Goslarer SC, Eckener im Angriff. Spielt ja gut am Meier vorbei. Jetzt da, Kolb positioniert sich. Der Appenzeller geht nach außen, das kennen wir schon, und wird jetzt den Ball halten oder abziehen. Was wird er tun? Er zieht ab, aber Kolb ist da, kann den Ball leider nicht halten. Aber holt ihn sich selber automatisch wieder, das ist super. So, Mr. Kolb. Da würden wir eine Extra-Aktion kriegen. Wir würfeln einmal mit einer 9 und der würfelt einmal mit einem 10er-Würfel. Es könnte klappen, es klappt, sehr gut, und wir kriegen die Aktion dazu. Das wollte ich ja eigentlich nur. So, Knobloch, 24-10, da ist keiner dazwischen. Ich würde aber lieber zu dem. Nein! Das kann nicht wahr sein, weil wäre genauer gewesen. Scheiße. Wenn der jetzt da. Der positioniert sich dann wahrscheinlich um. Mach mal Pressing. Du, probier mal hier schon mal ein bisschen auf außen zu gehen. Sehr gut abgefangen vom Scherich. Jetzt haben wir leider noch zwei Aktionen. Vielleicht der wird nach oben kommen. Der kommt erstmal, kann den Ball aber nicht holen. Sehr gut, Scherich, hast du fein gemacht. Jetzt ist er leider motiviert, ist aber, glaube ich, nicht nochmal dran. Er ist nochmal dran, aber auch da kriegt er den Ball. Der ist einfach übermotiviert. Dieses Foul. Oh, da ist der Scherich verletzt. Oh, 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 oh. Dann muss der Lobstein rein. Okay, Lobstein. Knobloch hat das beste Pass. Den besten Passwert. Da kann ich nur hinlupfen. Da kann ich aber normal hinpassen. Ah, Teubner kann jetzt schon Kopfball? Ach was, seit wann das denn? Oh Gott, 11, 19. Oh Gott, wir probieren's. Ah, schade. Beim ersten kam er vorbei, beim zweiten leider nicht mehr. Aber immerhin mal ein Abschluss, das ist auch nicht verkehrt. Das kann vielleicht Motivation geben, vielleicht Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, selbst alles. So, macht der hält jetzt da den Ball, alles klar. Und er positioniert sich direkt um, das finde ich sehr, sehr schön. 14 zu Blaru. Dann mach du doch mal Pressing hier. Er versucht, ihn den Ball abzunehmen. Schafft es leider nicht. Okay. Schade, schade, Schokolade. Jetzt rollt natürlich der Gegenangriff von Goslarer SC über Weimar. Die fahren einen kleinen Umweg. Die sind extra nach Weimar gefahren jetzt. Und wieder Appenzeller. Zieht ab. Appenzeller zieht ab. Aber der Kolb ist da. Sehr wohl. Jetzt haben wir noch drei Aktionen. Langer Pass ist leider kein. Oh, okay. Dem kommen wir nicht vorbei. Na komm, dann mach da zum Knobloch. So, jetzt die Frage. 24-10, zu dem kommen wir nicht. Sehr gut, dann lesen wir vorbei. So, jetzt haben wir noch eine. Okay, Dribbling klappt nicht. Wir probieren es einfach nochmal abzuziehen. Da bleiben wir leider schon da hängen. Schade, okay, Halbzeit.
immerhin noch 0-0. Und ich weiß, für einige, die das Spiel selber spielen und gut können, ist das vielleicht ein bisschen anstrengend und Haare rauferig, mich hier zuzusehen. Aber ich bin immer noch in der Lernphase. Oh, das gibt's doch nicht. Da würfeln wir mit so hohen Würfen und kriegen den Ball nicht. Das ärgert mich immer. Also du musst natürlich auch dran denken, die jungen Spieler einzubeziehen, damit die Erfahrungspunkte kriegen. Er geht wieder nach außen und wird abziehen oder den Ball halten. Was wird er tun? Er wird abziehen. Aber der Torwart hält. Sehr gut. Der Kolb wird sich den Ball holen. Wunderbar. So, das heißt, jetzt können wir einen Gegenangriff versuchen. 7-10. Warte mal, der ist auch der beste Passer. Ich probiere es. Ja, sehr gut. Entschuldigung. Ausnahmsweise hat es mal geklappt. Kann er nur lupfen. Da kann er normal hinpassen. So, wir haben noch zwei Aktionen. Mit Hocknetz dribbelt, das sieht ganz schlecht aus. Will ich hier auf außen gehen? Da war kein Pfeil, das heißt, der kommt nicht ran. Okay, der kommt nicht ran, sehr gut. Wenn ich jetzt ab... Was? Achso, 0-1. Ach, der kann das kontern. Okay, der kann das kontern. Ja! Ja! Wir haben ein Tor geschossen! Wir haben ein fucking Tor geschossen! Was zur Hölle? Das hätte ich ja niemals erwartet, dass ich das nochmal erleben darf, dass wir hier ein Tor schießen. Okay, jetzt alle nach hinten, alle verteidigen, was das Zeug hält. Wir haben die 65 Minuten, es gibt noch 15 Aktionen. Okay. Wahnsinn. Damit hätte ich nicht gerechnet. Appenzeller geht wieder auf außen und zieht ab und macht kein Tor, denn Kolb ist da, schießt den Ball direkt zurück zu ihm. Das war nicht ganz so selten. So, Grätsche. Sehr gut. Haben auch die Aktion noch bekommen. Er ist jetzt motiviert, das ist mir aber relativ Wurst. So, wir passen zu ihm. Und noch zwei Aktionen. So, der kann also scheinbar auch noch kein Libro. Wir könnten es probieren, nochmal abzuziehen. Aber was haben wir? Kontrolle 15. Ich ziehe einfach mal ab. Schade, okay. Okay, 79. Minute. Goslar SC nochmal im Angriff. Im Angebot, wollte ich gerade sagen. Sehr gut, er fängt den Ball ab. Der Ried ist es doch. Mann. Sehr gut. Er hat noch eine Aktion. Geht nochmal. Nee, er macht Pressing. Alles klar. So, Ried. Er geht drauf. 1-1. Ah, okay. Natürlich, weil er der Angreifwürfel war quasi. 7-13. 4-13. Mach mal Pressing. So, und du bist jetzt drauf. 5-1, sehr gut. So, es ist die letzte Aktion im Spiel, wenn ich das richtig sehe. Es ist die letzte Aktion im Spiel. Wir kriegen noch einen Pass nach vorne. Und wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Wir haben unser erstes Spiel gewonnen! Wir haben unser erstes Spiel gewonnen in der vierten Liga! Oh mein Gott! Und, eieiei. 1, 2, 3, 4, 5. 6 Level-Ups. Nice. Kolb ist der Spieler des Tages. Ja, der Libero ist einfach super. Leider auch schon ein bisschen alt, aber macht ja nichts. So, hier können wir auch noch mal den Teubner upgraden. Wir können jetzt zum Publikumslevel, wie alt ist der? 32. Da könnte er mehr XP. Seine erste Fertigkeit oder sein erstes Talent bis auf Stufe 2. Das heißt, er könnte Kanonenschuss Stufe 2 lernen. Hier erhöht sich das Attribut. Wir machen mal den hier. Ich probiere mich einfach noch ein bisschen aus. So, wow, wir haben gewonnen. 770. Achso, okay, das war ein Auswärtsspiel. 770 Euro ist unser Sponsor, der das erste Mal zahlen muss. Und hier noch zwei extra Ruhmpunkte und zwei Fans haben wir dazu gewonnen. Durch unseren ersten Sieg in der Liga sind leider immer noch Zehnter. Aber immerhin, wir sind, glaube ich, hier mit dem Goslarer SC die schlechteste Mannschaft in der Liga. Aber wir haben unseren ersten Sieg. Scherich ist schon wieder fit, das ist sehr schön. Okay,
dann soll es das mit dieser Folge gewesen sein. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Football Tactics and Glory. Macht's gut. Tschüsschen.